Zum einen habe ich natürlich mit meiner Stimme die Vertreterinnen und Vertreter im Landtag gewählt, die dieses Gesetz dann auch abgestimmt und erlassen haben. Und zum anderen hat der Gesetzgeber jetzt nochmal einen zusätzlichen demokratischen Prozess in dieses ganze Verfahren involviert. Das war dem Gesetzgeber wichtig. Das heißt dann aber auch, jetzt haben die Pflegefachpersonen die Möglichkeit zu widersprechen oder mitzumachen. Also das finde ich wirklich eine tolle Sache. Es besteht also unmittelbar Beteiligungsmöglichkeit zusätzlich zum Gesetz. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Jahr voller Pflege, Pflegekammer, pflegeberufspolitische Themen. Herzlich willkommen im Jahr 2024 und beim Podcast Pflegestärke, der Kammerpodcast für NRW. Mein Name ist Jette Lange und ich spreche heute mit Gabriele Hoeneß. Gabriele Hoeneß ist stellvertretende Vorsitzende des Gründungsausschusses zur Pflegekammer Baden-Württemberg. Ich freue mich ganz sehr, dass Sie heute hier sind. Hallo Frau Hoeneß, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Lange, schön, dass ich dabei sein kann und schön, dass ich heute was zur Pflegekammer in Baden-Württemberg sagen darf. Dieses Jahr ist ja das Jahr der Pflegekammer Baden-Württemberg, das Entscheidungsjahr. Wir gehen da gleich drauf ein. Zunächst würde ich Sie bitten, sich mal vorzustellen, den Zuhörenden. Wer sind Sie denn eigentlich und wie sind Sie zum Gründungsausschuss gekommen? Ja, das mache ich gern. Vielleicht erzähle ich einfach mal kurz was zu meinem beruflichen Werdegang. Mhm. Ich habe tatsächlich 1989 meine Ausbildung zur Krankenschwester am Marienhospital in Stuttgart abgeschlossen, habe dann dort gearbeitet, zunächst auf einer internistischen Station, dann in der Intensivmedizin. Habe eigentlich ja immer sehr gerne in der Klinik gearbeitet, habe dann aus privaten Gründen als Uniklinikum nach Tübingen gewechselt, quasi der Liebe wegen, auch wenn ich in Tübingen geboren bin, aber der Liebe wegen nach Tübingen gewechselt und habe dort an einer neurochirurgischen Station gearbeitet. Parallel zu verschiedenen Tätigkeiten auf den Stationen, also wirklich in der Pflege, habe ich verschiedene Weiterbildungen und Fortbildungen gemacht. Ganz klassisch habe ich mal gestartet mit Praxisanleiterin in der Pflege, dann Stationsleitung, dann PDL und immer mehr in den Bereich der Führung und der Leitung bin ich dann hineingewachsen und habe das für mich auch entdeckt und finde das einfach nach wie vor sehr spannend. Nach einer ganz kurzen Familienphase habe ich dann in die ambulante Pflege gewechselt. Das war wirklich für mich auch ein Glücksfall. Ich habe dort in Tübingen die Leitung der katholischen Sozialstation übernommen und in der ambulanten Pflege dort auch die ganzen Vorzüge der ambulanten Pflege kennengelernt. Habe dann Jahre später nach Reutlingen gewechselt in die Bruderhausdiakonie. Ein großer Komplexträger, war dort in der stationären Dauerpflege, Einrichtungsleitung, Heimleitung. Und habe nochmal eine ganz andere Welt der Pflege kennengelernt, die der Langzeitpflege. Mhm. Mein Herz schlägt aber etwas mehr für die ambulante Pflege, deswegen habe ich dann wieder beim gleichen Träger in die ambulante Pflege zurückgewechselt, habe während dieser Tätigkeit mein Studium der Pflegewissenschaft berufsbegleitend begonnen und dann auch abgeschlossen. Also ich war schon 50, als ich studiert habe, was ich echt eine tolle Erfahrung fand. Und seit 3 Jahren bin ich nun nach dem Studium in die Landesgeschäftsstelle des Diakonischen Werks gewechselt. Nochmal was ganz anderes, in einem Verband zu arbeiten, politische Arbeit, Arbeit mit Trägern, mit Ministerien, viele Gremien auch auf der Bundesebene. Und da kommt mir jetzt natürlich meine langjährige Berufserfahrung in der Praxis zugute. Und ich dachte immer, ich habe schon alles gesehen, aber das ist bei weitem nicht so. Und ich freue mich immer wieder, auch Neues zu entdecken. Was mir in meiner Berufslaufbahn immer ganz, ganz wichtig war, ist, dass ich herausgefordert werde, immer wieder auch Neues zu lernen, Stillstände vermeiden, Veränderungen anpacken und zu gestalten. Das ist so ein bisschen meine Passion und das mache ich total gerne. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum ich mich im Gründungsausschuss der Landespflegekammer engagiere. Ich glaube, nach über 30 Jahren Berufserfahrung, diese Chance zu bekommen, grundsätzliche Themen der Pflege zu gestalten und auch zu verändern, zu bestimmen, das macht mich einfach nur froh. Da bin ich wirklich sehr glücklich drüber, dass ich jetzt diesen Schritt mit dem Gründungsausschuss gehen kann. Ich denke, wir werden in Baden-Württemberg Geschichte schreiben und das wird wesentliche Veränderungen für die grundsätzlichen Dinge in diesem wunderbaren Beruf der Pflege auch ergeben. Und da bin ich wirklich, wirklich auch stolz drauf, dass ich da ein Teil davon sein kann und dabei bin. Ja, man hört, Ihr Herz schlägt für die Pflege.
ich finde es so spannend, dass Sie, so habe ich es zumindest rausgehört, von einem eher akuten pflegerischen Bereich in einen eher langzeitpflegerischen Bereich, also auch ambulante Pflege, gut, gibt auch akute ambulante Pflege, aber die ist ja schon sehr stark auch in der Langzeitversorgung ausgerichtet. War das für Sie so ein richtig harter Cut? War das ein Wunsch, dieses Setting so zu wechseln? Ist ja auch ein bisschen eine Veränderung der Logik nochmal im Arbeiten. Es war kein Wunsch, das hat sich so ergeben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich wirklich so ergeben. Ja, was ich nie bereut habe, also wirklich gar nicht, weil ich finde eigentlich diesen ambulanten Bereich, diese ambulante Langzeitpflege, das ist einer der spannendsten Bereiche in der Pflege. Wir haben dort als Pflegende wirklich eine maximale Möglichkeiten, Dinge zu gestalten, mit Angehörigen zu arbeiten. Das ist so komplex und in der Leitungsebene ist es, finde ich, einfach sehr herausfordernd, weil man von Autokauf bis Dienstplanung bis pflegefachliche Themen wirklich alles bespielt. Und das habe ich immer sehr gern gemacht. Und das ist wirklich auch was, wo ich merke, wo ich jeden Tag irgendwie dazugelernt habe. Also Autokauf war bis dahin nicht meine tägliche Arbeit oder Umstellung auf elektronische Dienstpläne, auf die mobile Datenerfassung, all diese Themen. Und da dann wirklich auch mit Firmen der Hardware in Verhandlungen zu treten, das fand ich einfach immer mega spannend und toll. Und was wirklich ganz toll an der ambulanten Pflege ist, das Kreieren der guten alternativen Lösungen für die pflegebedürftigen Menschen und ihre An- und Zugehörige. Ja, ich glaube, da kommen wir vielleicht dann auch hinterher nochmal drauf, was so Ihre, also ich habe so ein bisschen reingelesen, was so Ihre Forderungen oder Ihre Wünsche für die Pflege sind. Und da habe ich so das Gefühl, da findet sich verschiedene Sachen wieder, die Sie jetzt auch schon in Ansätzen erzählt haben. Was auch interessant ist, Sie sagen, okay, Sie haben mit 50 angefangen zu studieren, Sie sind also über 50, Sie haben eine wahnsinnig lange Berufserfahrung in der Pflege und auch ja wirklich am Patienten dran, das ist immer so ein komisches Wort, aber gerade wenn es um die Kritik von Pflegekammern geht, dann kommt ja auch häufig die Kritik, dass diejenigen, die das aufbauen und die sich dafür einsetzen, irgendwie gar keine Ahnung mehr von Pflege haben, weil sie da gar nicht mehr drin sind. Und Sie zeigen ja eigentlich schon, dass Sie eine sehr geballte und sehr vielfältige Erfahrung von pflegerischer Tätigkeit haben, in unterschiedlichsten Ebenen. Wie würden Sie das denn sagen, sieht es bei den Kollegen aus, mit denen Sie arbeiten im Gründungsausschuss? Also sind Sie da auf der gleichen Ebene, sind Sie auf dem gleichen Level, ticken Sie da gleich? Also wir sind 30 Mitglieder im Gründungsausschuss. Wir ticken natürlich nicht alle gleich. Wir haben sehr unterschiedliche Ansätze, auch sehr unterschiedliche Berufe, die wir jetzt ausüben. Und wir haben eigentlich das ganze Portfolio der Pflege im Gründungsausschuss abgebildet. Und das ist auch das, was ich wirklich toll finde, dass wir Gründungsausschussmitglieder haben, die wirklich auch in der Pflege arbeiten. Die Mehrheit der Gründungsausschussmitglieder arbeitet nicht mehr direkt am Bett, jetzt wenn man diesen Begriff mal so verwendet. Ich glaube, es ist auch nicht möglich, im Gründungsausschuss sich so einzubringen, wie es in diesen 18 Monaten, die wir jetzt zur Verfügung haben, bis das Ding am Laufen ist, dass wir das gar nicht machen könnten, wenn wir in Schichtarbeit wären, wenn wir quasi fremdbestimmt durch Dienstpläne vorgegebene Termine haben. Da merke ich jetzt schon, da ist auch mein Arbeitgeber sehr entgegenkommend. Also ich kann dann schon auch immer mal so wie jetzt diese Podcast-Aufnahme, ich kann dann einfach auch mal mir 2 Stunden Zeit nehmen, das machen. Klar, auch das im Ehrenamt, aber da bin ich deutlich flexibler. Und das ist natürlich für Mitarbeiterinnen im Schichtdienst gar nicht möglich. Ja. Von dem her, glaube ich, ist es jetzt für den Gründungsausschuss eine andere Zusammensetzung fast, wäre eigentlich nicht gegangen organisatorisch. Ich selber bin ja dadurch, dass ich auch selber im Richtungsausschuss in NRW war und mich auch viel mit dem Thema beschäftigt habe. Ich sitze jetzt gerade an einer Fachhochschule, also auch nicht mehr in Anführungsstrichen am Bett. Aber ich glaube, um eine Organisation oder eine Körperschaft öffentlichen Rechts aufzubauen, benötigt man ja nicht nur pflegerische Kompetenzen. Man braucht dieses Vorwissen, man muss wissen, welche Probleme, welche Sachverhalte, Problemgehalte gibt es in der Pflege und warum brauchen wir das. Aber man braucht ja auch kommunikative Fähigkeiten in Bezug mit verschiedenen Stakeholdern, nicht nur mit Patientinnen und Patienten oder Ärzten, sondern auch im politischen Bereich. Man braucht gewisse administrative Kenntnisse, die man sich ja zum Beispiel auch durch Leitungsaufgaben erarbeitet. Und was ich auch immer merke, dass Pflegefachpersonen, die da sehr kritisch sind in dem Bereich,
eigentlich gerne wollen, dass es Pflegefachpersonen machen, die 24 Stunden in der pflegerischen Versorgung tätig sind am Patienten, gleichzeitig aber sagen, das schaffen wir gar nicht. Und dann natürlich die Frage sich dann stellt, wer soll es denn dann sonst machen? Also wer soll uns denn aus der Fremdbestimmung herausführen, wenn die Leute, die im Dreischichtsystem sind, sagen, wir schaffen es nicht, dann muss es ja irgendwie jemand anderes mitmachen, um dann quasi den Weg zu bereiten für eine Kammerversammlung, wo dann hoffentlich auch Leute mit drin sind, die sich auch im Zwei- oder Dreischichtsystem für die Pflegefachperson, in dem Fall in Baden-Württemberg, engagieren. Ich glaube, wir brauchen dringend beides. Also, weil es gäbe auch ansonsten wirklich eine Überforderung vom einen oder vom anderen Bereich. Wir brauchen einfach auch Menschen in der Pflegekammer, dann auch in der Perspektive, wenn die Kammer gegründet ist, die sich, so wie Sie sagen, in diesen administrativen Dingen auskennen. Da kommen wir nachher vielleicht nochmal dazu. Was war denn die Tätigkeit jetzt der letzten Monate? Ich wüsste nicht, wie ich, wenn ich nicht diese ganzen administrativen Kenntnisse hätte, wie ich da jetzt die letzten Monate und Wochen überlebt hätte mit diesen Anforderungen, die es braucht, wenn man eine Kammer aufbaut, wenn man da losgeht. Und ich glaube, wir brauchen aber auch diesen Kontakt zur Basis, den braucht man unbedingt, zu wissen, was bewegt die Kolleginnen und Kollegen in den Pflegeheimen, in den ambulanten Diensten, in den Hospizen, in der nephrologischen Praxis, aber auch in der Uniklinik. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass alle noch wissen, wie ein Insulin-Pen funktioniert. Also das ist so, wo ich merke, so dieses Handwerkliche, das kann ich natürlich nicht mehr. Also da bin ich raus jetzt mittlerweile. Also da bin ich schon zu lange weg. Aber was ich kann und was ich einbringen kann, das sind politische Gremienarbeit beispielsweise, die ich einfach auch durch die Tätigkeit bei mir in der Abteilung, in der Landesgeschäftsstelle der Diakonie wirklich so erlerne und die Kontakte auch schon zum Teil habe, das dann eigentlich auch so ein geebneter Weg ist und man sich dann auch in diesen Gremien gut bewegen kann. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, was wir so die letzten Monate und Wochen gemacht haben. Jetzt werden die Anschreiben für die Pflegefachpersonen rausgeschickt. Was war das denn jetzt alles für eine Vorbereitungszeit, um zu dem Stand jetzt zu kommen? Ja, vielleicht nehmen wir da als Startpunkt den 18. Juli 2023, also letztes Jahr, als wir die Ernennungskunde von Sozialminister Lucha erhalten haben als Gründungsausschuss. Wir hatten dann gleich eine konstituierende Sitzung, ebenfalls am 18. Juli, und da wurde ich dann ja auch zu der stellvertretenden Vorsitzenden vom Gründungsausschuss gewählt. Wir haben dann als Vorsitzteam sofort gestartet, Arbeitsgrundlagen zu schaffen. Es fängt damit an, dass wir Büroräume gebraucht haben, dass wir eine Geschäftsführung eingestellt haben, dass wir eine Mitarbeiterin im Bereich der Verwaltung eingestellt haben. Wir haben einen Telefonanschluss, Internet, Büromaterial und. Also so diese Basics, die einfach nicht da waren, die neu sein mussten, weil uns gab es ja vorher nicht, das alles eingerichtet. Gleichzeitig, und das war wirklich auch so ein Spagat, mussten wir auch inhaltlich und strategische Ausrichtungen planen, also uns da auch damit beschäftigen, wie positionieren wir uns zu verschiedenen Themen. Das musste alles besprochen werden, das musste abgesprochen werden. Wir haben verschiedene Ausschüsse gegründet, in denen dann die Mitglieder vom Gründungsausschuss auch mitarbeiten und wirklich Wesentliches dazu beitragen. Selbstverständlich ist es für uns auch immer wichtig, dass wir einen Konsens, insbesondere zu inhaltlichen Themen, mit, ich habe es vorher schon gesagt, mit der Basis finden, dass wir um gute Lösungen ringen. Wir haben in den ersten Monaten viel Zeit damit verbracht, eine funktionierende Infrastruktur für den Gründungsausschuss als solches aufzubauen. Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz großes Thema, was uns natürlich nach wie vor begleitet. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Eine Geschäftsordnung muss erstellt werden. Wir sind dran, die Wahlordnung zu erstellen, zu schreiben. Das natürlich auch immer mit Begleitung und Unterstützung vom Sozialministerium, aber auch von unserer Juristin und. Also Sie sehen, das sind so ganz viele Tätigkeiten, die da notwendig sind, um das ins Laufen zu bringen. Was mir noch wichtig ist, wir haben ganz viele KammerbotschafterInnen, die wirklich sehr, sehr unermüdlich zu Terminen gehen, die Kammer vorstellen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren. Uns ist wichtig, dass wir in Verbindung dann auch mit Mitarbeitervertretungen und Gewerkschaften oftmals Infoveranstaltungen machen, damit wir informierte Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen, Diensten und Kliniken haben, damit die sich informiert entscheiden können für oder
zur Not dann eben auch gegen die Kammer, aber dass es informiert geschieht und nicht auf Grundlage von irgendwelchen Flyern, die irgendjemand irgendwo verteilt. Das sieht man auch auf der Webseite, wenn man da hingeht und auf die Termine guckt, sieht man, dass da echt wahnsinnig viele Infoveranstaltungen immer wieder geplant werden. Also, und ich gehe davon aus, dass wenn jetzt irgendwie eine Einrichtung sagt, wir würden gerne auch hier eine Infoveranstaltung machen, dass sie sich sicherlich bei Ihnen auch melden können, oder? Ja, ja, das machen auch ganz viele. Also das finde ich wirklich toll, dass sich wirklich auch die, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, die kleine Diakoniestation mit 15 Mitarbeiterinnen melden kann und sagen kann, hey, ich hätte da gerne eine Infoveranstaltung. Ja. Dann kommt jemand von den KammerbotschafterInnen ins Haus und macht dann auch eine Inhouse-Veranstaltung. Und das sind sehr intensive Veranstaltungen auch. Und ich finde das sehr bereichernd und ich mache selber auch Veranstaltungen und ich mag schon, mit jeder Veranstaltung lerne ich auch nochmal was und auch die Fragestellungen. Uns ist es wichtig, dass wir diese Fragen mitnehmen, dass wir die Fragen auch im Gründungsausschuss besprechen, dass wir gucken, wie gibt's denn jetzt für diese offene Frage, oft auch kritische Fragen, was total berechtigt ist, ja. Wie kriegt man denn da jetzt auch eine verständliche Antwort hin, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch verstehen, was der Hintergrund der Pflegekammer ist? Was uns in den ersten Monaten natürlich schon echt auch wirklich oft Schwierigkeiten bereitet hat, ist wirklich, dass wir das in Abstimmung mit allen Gremien und mit allem, mit jedem machen müssen, Sozialministerium, dann nochmal die Schleife, nochmal die Schleife. Wir haben einen Zeitkorridor, dann den Korridor wieder korrigieren. Also das ist schon was, das ist anstrengend. Wir sind da auch als Gründungsausschuss so abhängig von viel Zuarbeit, auch aus dem Sozialministerium, wo alle immer sehr bemüht sind, das ist gar keine Frage, aber manchmal schon auch mit einem Zeitversatz, dass wir dann immer wieder unseren Zeitkorridor korrigieren müssen. Und das macht uns echt Stress. Oh, das glaube ich. Das wird bis zum Ende dieser 18 Monate auch nach wie vor Stress machen. Ja. Da bin ich überzeugt davon. Ja, das war bei uns schon echt knapp. Aber die Zeit, die Sie haben, die ist ja noch knapper bemessen. Also Hochachtung dafür. Ich weiß auch nicht, wie Sie das schaffen. Sie müssen irgendwie noch mal ein paar Stunden extra auftreiben pro Tag. Das ist schon Hammerarbeit, ja. Da kommt mir zugute, dass ich viel mit der Bahn fahre, die viel Verspätung hat und dass die Bearbeitungszeit von manchen Themen in der verspäteten Bahn gut gelingt. Alles klar. Also für dann mich ein also Segen. Super, dann haben wir zumindest eine positive Sache, dass die Bahn so verspätet ist. Also vielleicht noch so als kleine Anmerkung. Ich habe so die letzten Monate wirklich immer wieder an diese, es gibt so eine Postkarte, wo eine Frau drauf ist, die und eine kleine Krone mit der Unterschrift hinfallen, aufstehen, Krone richten. Mhm. Das ist so irgendwie so das Motto, finde ich, für unseren Gründungsausschuss die letzten Monate. Also es gibt immer wieder Rückschläge und dann müssen wir uns wieder schütteln und quasi die Krone richten und dann geht's weiter. Aber das finde ich eigentlich auch einen riesen Mehrwert bei uns, sowohl im Vorstandsteam als auch im Gründungsausschuss, dass wir uns da wirklich auch ja so committen, dass wir immer wieder die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, jetzt muss es halt weitergehen, auch wenn es nicht so läuft, wie wir es uns jetzt vielleicht vorgestellt haben. Ja. Das war, glaube ich, jetzt ein echt toller Rückblick. Kommen wir jetzt mal zum Blick auf die jetzt gegenwärtige Zukunft. Jetzt werden die Pflegefachpersonen angeschrieben. Und zwar werden sie angeschrieben mit der Information, dass sie gemeldet wurden, dass sie also in der Pflegekammer aufgenommen wurden als Mitglieder und dass sie die Möglichkeit haben, dem zu widersprechen. Oder wie sieht dieses Anschreiben aus? Also das Anschreiben, das ist jetzt quasi seit heute in Umlauf. Also heute wurde das Anschreiben an die uns gemeldeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschickt. In Wellen? Also oder wirklich alle mit einmal? Eigentlich alle mit einmal. Jetzt kommt es noch so ein bisschen auf die Postzustellung an, wann es dann bei wem eingeht. Aber im Prinzip mit einmal, genau. Mhm. In diesem Anschreiben, das sind 4 Seiten in diesem Anschreiben, das ist schon sehr komplex. Uns war es aber wichtig, da größtmögliche Transparenz nochmal zu schaffen. Uns war es wichtig, dass jeder, der das jetzt liest, dann auch wirklich versteht, was wollen wir eigentlich mit der Pflegekammer. Da steht nochmal drin, was die Aufgaben und die Vorteile der Mitgliedschaft sind dann auch in der Pflegekammer. Und wir informieren natürlich auch zum Widerspruch. Wie können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt diesen Widerspruch einlegen? Wie kann ich das einreichen? Uns ist wichtig, dass das auch niedrigschwellig erfolgt. Und es war auch dem Gesetzgeber wichtig, dass es niedrigschwellig erfolgen kann.
Es liegt diesem Anschreiben ein Widerspruchsformular bei, so dass man wirklich nur ankreuzen muss, es zurückschicken muss. Das Porto bezahlt die Empfängerin, der Gründungsausschuss bezahlt das Porto, also so dass auch keine Kosten auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommen, wenn sie da widersprechen. Wenn man für die Pflegekammer ist, und wir gehen im Moment einfach auch davon aus und auch aus Gesprächen und Rückmeldungen, dass die Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Pflegekräfte, der Pflegepersonen auch wirklich für die Pflegekammer ist und das begrüßen, sodass wir gar nicht davon ausgehen, dass wir da Probleme kriegen. Also das ist ja ein sehr demokratisches Moment jetzt auch, ne? Also es ist ja eigentlich nochmal eine Doppeldemokratie. A, der Landtag hat beschlossen, eine Pflegekammer zu errichten. Das ist eine ganz normale demokratische Vorgehensweise in einer parlamentarischen Demokratie. Haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht, kann ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Aber was jetzt nochmal dazu kommt, ist quasi noch eine extra demokratische Struktur, nämlich dass die Kolleginnen in Baden-Württemberg dem widersprechen können oder eben sagen, nee, ich bin dafür, also tue ich quasi nichts. Und das finde ich immer so spannend, wenn dann, um dann wieder mal auf die Kritik an einer Kammer, also darauf zu verweisen, dass da ja immer so von einem möglicherweise undemokratischen Prozess gesprochen wird. Das ist ja jetzt hier nochmal wesentlich stärker, als es in Rheinland-Pfalz oder in NRW war, wesentlich stärker nochmal basisdemokratisch aufgebaut. Im Prinzip ist es eine Doppelschleife der Demokratie. Also zum einen habe ich natürlich mit meiner Stimme die Vertreterinnen und Vertreter im Landtag gewählt, die dieses Gesetz dann auch abgestimmt und erlassen haben. Und zum anderen hat der Gesetzgeber jetzt nochmal einen zusätzlichen demokratischen Prozess in dieses ganze Verfahren involviert. Ja. Das war dem Gesetzgeber wichtig. Das heißt dann aber auch, jetzt haben die Pflegefachpersonen die Möglichkeit zu widersprechen oder mitzumachen. Also das finde ich wirklich eine tolle Sache. Es besteht also unmittelbar Beteiligungsmöglichkeit zusätzlich zum Gesetz. Also Sie haben es ja auch richtig gesagt, zusätzlich zum Gesetz, was unsere Vertreterinnen und Vertreter erlassen haben, da nochmal mitzubestimmen und sich da nochmal einzumischen. Wir sind als Gründungsausschuss da insgesamt auch sehr froh drüber, weil wir natürlich wissen, dass wir eine breite Zustimmung der Pflegefachpersonen auch brauchen, damit die Kammer nachher auch wirklich wirksam wird, damit wir auch arbeiten können. Wir brauchen nachher Vertreterinnen und Vertreter in der Kammerversammlung. Da müssen sich ja Kolleginnen und Kollegen auch bereit erklären, da mitzuarbeiten. Da gibt es nicht viele Gesetze, wo das so quasi mit einer Doppelschleife der Demokratie nochmal verbunden ist. Also mir fällt jetzt nicht wirklich ein Gesetz dazu ein, wo das so nochmal abgestimmt werden kann. Und wenn es dann aber diese Zustimmung, die breite Zustimmung gibt, also quasi weniger als 40% widersprechen, dann wird es die Kammer geben und dann ist es aber auch die breite Basis, die das haben möchte. Also das muss man sich einfach auch nochmal klar drüber sein. Und da bin ich auch wirklich froh drum, dass wir diese breite Zustimmung dann auch, dass uns das quasi auch eine breitere Brust vermittelt. Ja, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch manchmal ein bisschen schizophren anfühlt, weil Sie haben ja erzählt vorher, was Sie alles an Arbeit da reinstecken, um auch schon mal eine Pflegekammer auf den Weg zu bringen, um zum Beispiel die ersten Ordnungen als Entwurf zu erstellen und so weiter und so fort. Und trotzdem gibt es ja jetzt nochmal die Zäsur, dass es in die Hände der Pflegefachperson gelegt wird, ob diese ganze Arbeit, die Sie jetzt schon haben, ob die dann auch weitergeführt wird, beziehungsweise ob sie überhaupt zum Abschluss kommen kann. Gibt es da manchmal so ein demotivierendes Moment auch da drin oder sagen Sie, nee, da stehen wir auch total dahinter? Demotivierendes Moment ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich überlege mir natürlich schon manchmal, wenn ich da so Samstagmittags oder Sonntagmorgens da sitze und irgendwie über die Wahlordnung brüte, denke ich mir manchmal schon, boah, wenn das nachher alles für die Tonne war, dann schrecklich, ja. Und so geht es allen Kolleginnen und Kollegen im Gründungsausschuss natürlich auch. Und gleichwohl habe ich jetzt schon in den letzten Wochen und Monaten so viel dazugelernt, also auch pflegepolitisch dazugelernt, so viele tolle Menschen auch kennengelernt. Wir waren vor kurzem auf dem Pflegetag in Rheinland-Pfalz. Ja. Also da wäre ich nie hingegangen, wenn ich jetzt nicht Gründungsausschussmitglied wäre. Ich gehe zum Pflegetag nach Berlin, aber nicht nach Rheinland-Pfalz. Das hätte ich nicht gemacht. Das war toll. Das war eine mega Veranstaltung. Tolle Menschen kennengelernt. Und das gibt mir auch nochmal so ein Auftrieb für die tägliche Arbeit, weil wir natürlich schon als Pflegepersonen oft auch in gewisses Jammertal verfallen, weil es uns manchmal schwerfällt, Dinge anzunehmen, weil es uns manchmal schwerfällt, auch
Ärmel hochkrempeln und was zu machen. Oder wir haben in ganz vielen Bereichen der Pflege wirklich mega Herausforderungen. Wir haben das ganze Personalproblem. Wir haben in der stationären Pflege das Thema Personalbemessung. In den Kliniken dieses große Thema der PPR 2.0, ambulante Pflege mit, ja, mit Telematikinfrastruktur und. Und ich merke jetzt schon, es ist viel Dynamik in der Pflege da. Es gibt tolle Menschen in der Pflege, die wollen unbedingt eine Verbesserung der Situation in der Pflege. Und ich glaube schon, also das gibt mir für meine tägliche Arbeit viel Auftrieb, wenngleich ich natürlich schrecklich heul, wenn das je schief gehen wird. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich auch wirklich, ja, ich glaube, da brauche ich dann auch sicherlich einen langen Moment, bis ich das dann auch weggesteckt habe, weil da ist schon viel Herzblut einfach drin hängt, ja. Ja. Und vielleicht darf ich das noch kurz erzählen. Also ich habe vorher gesagt zu Beginn, ich habe 89 meine Ausbildung abgeschlossen, also schon von gefühlten zig, also das sind auch in echt viele Jahre. Und ich war damals schon berufspolitisch auch aktiv. Wir waren während der Ausbildung mal auf einer großen Demo in Dortmund. Das hat mich nachhaltig beeindruckt und es gab dort ähnliche Themen und ich finde schon, mit Gründung der Pflegekammer hätten wir einige dieser Themen echt von der Backe und das wäre wirklich so ein richtiger Herzenswunsch von mir, dass wir das gut hinkriegen. Ja, also man merkt es ja auch, dass diejenigen, die eine Pflegekammer aufbauen, die wollen wirklich was für den Berufsstand erreichen. Und dann muss man den Berufsstand mitnehmen und wir kennen aber ja unseren Berufsstand auch und das ist immer so eine Sache, gerade der Pflegetag in Berlin oder in Rheinland-Pfalz, da findet man wahnsinnig viele tolle, engagierte, aktive Kollegen, die so einen richtig coolen Drive in die Pflege reinbringen und die das wirklich was vom Herzen her bewegen wollen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die vielleicht auch schon in ihrer Jugend ganz viel versucht haben zu bewegen, aber dann auch immer wieder enttäuscht worden sind und jetzt eine gewisse Frust auch in sich haben. Und die gehören ja aber auch zu uns als Pflegefachperson und die mitzunehmen. Und da ist es wichtig, eine gute Information zu schalten. Aber es ist halt hier jetzt in Baden-Württemberg eben auch die Möglichkeit, dass sich wirklich Pflegefachpersonen selbst aktiv nochmal entscheiden müssen. Also aktiv sagen müssen, nein, ich möchte es nicht, wenn ich es nicht haben möchte. Oder sagen, okay, ist super, was ihr macht, weiter so. Go for it. Genau. Und ich glaube, also da wirklich diese bewusste Entscheidung zu treffen und ich hoffe, dass es eine bewusste Entscheidung wird, dass es nicht wirklich das, was ich so eingangs auch schon gesagt habe, wirklich so auf Hörensagen fußt oder auf irgendwelchen diffusen Informationen und Flugblätter, die es irgendwie gibt, sondern wirklich die Kolleginnen und Kollegen auch entschieden haben, bewusst entschieden haben und sich dann eben auch bewusst nicht dagegen entscheiden. Also das wäre natürlich schon toll. Und ich habe ein gutes Gefühl, wirklich. Und ich glaube, mehr, wie wir jetzt im Moment machen, können wir eigentlich fast nicht mehr tun. Also das wird nicht gehen. Schaltet ihr eigentlich noch eine Kampagne dazu? Gibt es da noch irgendwie? Ja, okay. Ja, wir machen eine ganz große Kampagne. Das war uns auch nochmal wichtig, auch nochmal sichtbar zu werden, sichtbar in den großen Städten in Baden-Württemberg, also in Stuttgart natürlich, in Mannheim, in Tübingen, Ulm, Heidelberg, Freiburg und Karlsruhe. Da wird es nochmal Großflächenplakate geben, also so diese sogenannten City-Light-Poster, wenn man mit dem Auto vorbeifährt oder ich komme aus Tübingen, da fährt man eher mit dem Fahrrad vorbei oder in Freiburg, also dass man dann diese City-Light-Poster sieht. Es wird auch nochmal an den Bushaltestellen, in den U-Bahnen einfach nochmal diese Infoscreens geben, sodass man einfach auch nochmal mit QR-Codes sich quasi nochmal auf unsere Website verlinken kann und da die Informationen kriegt. So dass die Pflegenden einfach auch bewusst und informiert zur Pflegekammer sagen können, so dass es keine Einwendungen gibt oder so wenig wie möglich Einwendungen gibt. Genau. Parallel dazu haben wir eine große Social Media Aktion gerade als Adventskalender gehabt im Dezember. Das bietet sich ja an. 24 Gründe genannt, warum eine Kammer wichtig ist. Jeder, der auf Social Media unterwegs ist, kann es ja auch nochmal nachgucken. Das funktioniert ja ganz gut. Da haben sich auch viele Pflegepersonen beteiligt und da auch, einfach gut mitgemacht. Und das war eine spannende Sache, ja. Ja, coole Sache. Ja, also ich finde schon, gut, ich bin jetzt in der Kammerbubble, aber ich finde schon, dass man, weil es so ein bisschen Vorlauf gab, auch von NRW und von Rheinland-Pfalz, dass in Baden-Württemberg die Öffentlichkeitsarbeit, also es viel schneller sichtbar geworden ist. Also trotz dessen, dass so wenig Zeit war, hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie wahnsinnig schnell sichtbar geworden und auch professionell sichtbar geworden. Also wir haben das ja alles
am Anfang noch ziemlich händisch gemacht. Und das hat man auch gesehen, dass wir uns da irgendwie auf Word die Grundlage hatten. Das sieht jetzt hier nochmal ganz anders aus, auch wesentlich eingängiger. Wir profitieren natürlich auch von den Vorläufern, also von unseren Beispielen eben aus NRW und Rheinland-Pfalz. Da profitieren wir absolut davon. Da haben wir auch einen guten Kontakt zu den anderen Pflegekammern. Da kriegen wir auch alle Hilfe und alle Unterstützung. Und wir haben natürlich auch Mittel, die im Haushalt von Baden-Württemberg eingestellt sind, die uns diese finanzielle Spielräume auch lassen, um solche Dinge machen zu können und da auch wirklich öffentlichkeitswirksam zu arbeiten. Okay, gehen wir davon aus, das Quorum, wann findet das nochmal statt? Am 25.03. wird festgestellt, ob das Quorum erfüllt ist oder nicht. Zunächst war es der 11. März als angedachtes Datum. Ja. Das hat jetzt aber das Sozialministerium leider, ich hatte es vorher schon mal von unserem Korrigieren im Zeitstrahl gehabt, jetzt hat das Sozialministerium das leider nochmal ein Stück nach hinten gerückt, was uns wieder etwas in Bedrängnis bringt, unsere Zeiten einzuhalten. Aber es ist der 25.3. Okay, und wer gibt es dann bekannt? Das macht das Sozialministerium als Aufsichtsbehörde für unseren Gründungsausschuss, für die, ja, das ist unsere offizielle Behörde, die uns quasi ja auch ein Stück weit kontrolliert, geben wir das Geld richtig aus und wir müssen einen Haushaltsplan aufstellen. Also da ist das Sozialministerium für uns zuständig. Okay, und das wird dann da wahrscheinlich auf der Webseite erscheinen. Und das wird dort erscheinen, es wird bei uns auf der Webseite erscheinen. Wir werden es natürlich auch in Social Media spielen. Also das erfahren alle dann ganz schnell auch. Ja, und ich gehe davon aus, dass Sie schon einen ziemlich guten Plan haben, was danach passiert, wenn das Quorum erfüllt ist. Weil dann müssen Sie ja den Zeitplan auch weiter einhalten und gucken, dass die Wahlordnung soweit steht, dass gewählt werden kann. Bis wann muss die Kammerversammlung zusammengetreten sein? Bis Januar 2025. Ah ja, gut. Also es ist dann ist eine taffe Zeit nochmal. Das ist eine taffe Zeit und insbesondere dieses Thema Wählerverzeichnis, also alles, was mit der Wahl zusammenhängt. Da hängen so viele Dinge zusammen. Also wenn wir jetzt keine Erfassung der Pflegefachpersonen oder keine 100% Erfassung der Pflegefachpersonen haben, was wir wahrscheinlich nie haben werden, 100%, das ist wirklich ein zu hoher Anspruch. Das ist eine Utopie. Aber die Mehrheit der Pflegefachpersonen sind dann registriert, dann kommen die ins Wählerverzeichnis, dann wird das Wählerverzeichnis geschlossen. Also im Prinzip parallel zu Kommunalwahl, Landtagswahl, zu allen anderen Wahlen auch. So erfolgt es auch bei der Kammerwahl. Wir sind gerade auch in der Abstimmung der Kammermitglieder dann, also wie viele sind in der Vertreterversammlung, sind 70, sind es 75, also da sind wir gerade nochmal so ein bisschen am Austarieren und am Gucken, was macht denn wie Sinn. Wir müssen es natürlich alles juristisch prüfen lassen. Wir haben das Sozialministerium, die das auch nochmal prüft. Also auch, ob die Gesetzgebung natürlich eingehalten ist, weil das ist natürlich auch der Job vom Sozialministerium zu gucken, was machen die denn da? Halten die das Gesetz ein mit ihrer Wahlordnung so? Und das wird einen großen Teil dieses Jahr einnehmen, also an unserer Zeit, die wir brauchen für die weitere Vorbereitung. Ja. Dann wird es natürlich auch die Wahl selber geben. Für die Wahl selber brauchen wir Juristinnen, die die Wahlvorsitz machen. Das ist schon auch alles gesetzlich geregelt. Da werden wir einfach gucken müssen, dass wir da auch dann Menschen gewinnen, die uns da unterstützen und die da dabei sind. Ja. Und ketzerisch, gibt es denn einen Plan, wenn das Quorum nicht eingehalten wird? Also was dann passiert? Ja, dann wird abgewickelt. Also erstmal wird geheult und dann wird abgewickelt, ja. Also das ist auf jeden Fall so. Also das ist, so sieht's auch der Gesetzgeber vor. Wenn das Quorum nicht erfüllt ist, dann werden wir die Mitarbeitenden in unserer Geschäftsstelle entlassen müssen. Dann müssen wir unsere Geschäftsräume kündigen. Dann müssen wir Verträge kündigen, wo wir überall aber natürlich auch ein Sonderkündigungsrecht drin haben, zum Beispiel bei dem Thema Versicherungen. Wir müssen dann nicht die Jahrespolice bezahlen, sondern wirklich auch nur das, was anfällt und. Also das wird dann alles zurückgewickelt quasi und dann ist das erstmal für lange erledigt. Ja. Und was passiert, Sie machen ja jetzt auch schon pflegepolitische Arbeit, was passiert damit? Also wir haben natürlich viele Gründungsmitglieder, die sind ja bereits berufspolitisch engagiert im Deutschen Pflegerat, im DBFK oder in anderen berufsständischen Vertretungen und Verbänden. Das wird dann so sein wie vorher, dann macht man dort weiter und versucht, dort wirksam zu werden. Ich habe da allerdings
also ich glaube, es passiert dann viel Demotivation natürlich auch, ja. Und ich mag schon auch, wir haben ja schon die große Hoffnung, dass wir politisch wirksamer werden durch die Pflegekammer, weil das dann einfach auch in der Gesetzgebung verankert ist, dass es ein Mitspracherecht gibt. Also wir sind nicht nur beratend, so wie jetzt. Also der DBFK berät natürlich bei bestimmten Prozessen, der Deutsche Pflegerat berät bei bestimmten Prozessen. Ich bin im Diakonischen Werk beschäftigt, als Verband Diakonisches Werk. Wir beraten, wir sind stellungnahmeberechtigt in Gesetzgebungen. Und trotzdem, man hört uns an, aber was man dann damit macht, da muss ja, also man hört uns halt an, ja, aber mehr passiert da nicht. Und das wird durch die Pflegekammer anders. Und ich hoffe einfach und denke einfach, wer sich informiert hat, wird diese Vorteile erkennen und wird sich nicht gegen die Pflegekammer aussprechen. Von dem her gehe ich im Moment nicht davon aus, dass wir das Quorum nicht erreichen. Ja, man muss ja auch sagen, mit einer Pflegekammer, wo dann auch eine Geschäftsstelle ist, wo auch hauptamtlich Leute sich damit beschäftigen, also eine politische Schlagkraft zu erzeugen, Pflegeexpertise in berufspolitische Argumentationen mit hineinzunehmen, da kann man natürlich ganz anders agieren, als dann sonst eher im Ehrenamt in Verbänden rumzuprödeln und dann immer mal, wenn man Zeit hat, sich mal wieder durch irgendeinen Gesetzestext oder ja, irgendeine Regelung durchzulesen. Mhm. Also ja, das kann ich mir. Genau. Ja. Also das ist natürlich schon die große Hoffnung auch, ja. Und nicht nur eine Hoffnung, sondern das ist dann die politische Verankerung, die wir haben werden. Und egal was es ist, es geht, wenn es um die Ausbildung, der generalistische Ausbildung ist beispielsweise so ein Thema, ja, da wurden wir angehört. Da durfte jeder ein bisschen was dazu sagen, aber wir durften sie nicht gestalten, ja. Und an vielen Stellen merke ich einfach, und das merke ich jetzt durch meine Verbandsarbeit auch, haben wir kein Mitspracherecht, da werden wir nicht gehört oder das, was gehört wird, wird nicht immer verarbeitet. Und das ist, glaube ich, ja, wer kann es denn besser, wie wir selber unsere Ausbildung, unsere Weiterbildungen bestimmen? Wir haben jetzt das Thema Heilkundeübertragung, ja, wo ich denke, okay, die Rahmenbedingungen für die Heilkundeübertragung, dass man eine zusätzliche Weiterbildung und braucht. Wer hat denn das erfunden? Also nicht die Pflegekräfte, nicht die Pflegepersonen, die hohe Expertise zu diesem Thema haben und genau wissen, dass wir Themen wie Diabetes mellitus bis zum Abwinken in der Ausbildung haben, dass wir das bei allen Stationen, Ausbildungsstätten, die wir durchlaufen, wirklich immer im Koffer dabei haben. Das, also es gibt nichts, was rechtfertigt, dass man nochmal so eine hohe Weiterbildungszahl für dieses Modul Diabetes mellitus in der Heilkundeübertragung beispielsweise braucht, ja. Also in dem Falle kann ja dann die Pflegekammer auch ordnungsrechtlich ganz andere Standards setzen, ne? Also genau. Dann auch gleich sagen, nee, so vorbehaltliche Aufgaben gelten für alle Pflegefachpersonen, weil alle die Ausbildung durchlaufen haben, die ja die Expertise dann auch bringt. Genau. Ja, ich glaube, das ist was Wesentliches, dass wir die Rahmenbedingungen unseres Berufes selber gestalten müssen und uns natürlich da auch dafür verantwortlich zeigen. Ja, also das hat ja immer zwei Seiten. Also wir wollen es ja nicht nur gestalten, sondern wir müssen uns da auch noch mehr verantwortlich zeigen. Wir müssen uns natürlich auch bei dem ganzen Thema Fortbildung, da müssen wir in der Pflege auch besser werden, ja. Da gibt's ja auch immer diese große Angst, ja, wenn die Pflegekammer kommt, dann müssen alle zur Fortbildung und alle müssen das selber zahlen. Und da sage ich einfach, na ja, aber wenn Sie sich nicht fortbilden möchten, also wenn Sie nicht wissen wollen, was State of the Art ist bei, beispielsweise bleiben wir bei der Diabetesversorgung State of the Art ist, wie wollen Sie dann die pflegebedürftigen Menschen gut versorgen? Das geht nicht, ja. Und by the way, wenn heute jemand seine Weiterbildung, Fortbildung in einem Betrieb, in einer Pflegeeinrichtung, in einer Klinik selber bezahlt, dann muss man vielleicht auch mal über den Wechsel eines Arbeitgebers nachdenken. Mhm, ganz genau. Und das sind, die Zeiten sind nicht besser als jetzt, nein, wo so ein Mangel ist. Also genau, wir haben ja so eine Macht gerade als Pflegefachperson. Ja. Okay, dann würde ich gerne noch als so eine Abschlussfrage von Ihnen wissen, und es kam ja jetzt auch so teilweise schon ein bisschen raus, was Sie sich denn für die Zukunft der Pflege in Baden-Württemberg wünschen? Wir hatten ja gerade Weihnachten und da passt diese Frage nach den Wünschen ganz gut dazu. Ich wünsche mir für uns als Pflegefachpersonen mehr Eigenständigkeit, wirklich nochmal eine ganz breite Brust,
ein Selbstverständnis, eine Besinnung auf unsere Kompetenzen. Und wir haben hohe Kompetenzen. Wir haben durch unsere Ausbildung, durch unsere Tätigkeit jeden Tag auf den Stationen, auf den Wohnbereichen, im ambulanten Dienst viel mehr Möglichkeiten, die wir ungenutzt lassen. Ja. Und ich wünsche mir, dass wir stolz sind auf unseren Beruf. Und unser Beruf, und da bin ich zutiefst überzeugt, ist für die pflegerische Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Und das ist gerade in aller Munde, diese pflegerische Versorgungssicherheit, die uns irgendwie doch in naher Zukunft um die Ohren fliegen wird. Wir sind in unserem Land dafür wichtig und gleichzeitig bietet dieser pflegerische Beruf so viele Chancen und so viel Gestaltungsspielräume, dass ich denke, es ist ein toller Beruf, aber wir müssen einfach viel, viel stolzer drauf sein und uns viel breiter machen in allen Bereichen, die uns direkt betreffen. Mhm. Ja, und für die Kolleginnen in den Kliniken, klinischer Bereich ist jetzt nicht so mein Special-Gebiet und trotzdem habe ich das natürlich verfolgt, was dieses Thema PPR 2.0, also das Personalbemessungsinstrument, wie das quasi gerade so vor sich hin dümpelt und nicht zur Umsetzung kommt oder einfach auch keinen Schub gibt. Die Probephase ist vorbei, hat gezeigt, dass die Umsetzung in den Kliniken wirklich mehr Zeit wieder bringt, mehr Personal bringt. Also wir haben eigentlich in keiner Modellklinik, die es erprobt hat, wirklich auch das Personal vorgehalten, was es über die PPR 2.0 wirklich auch geben sollte. Mhm. Wenn wir das Personal vorhalten, dann gäbe es natürlich auch wieder mehr Zeit für Gespräche, für Beratung von Angehörigen, dieses ganze Thema Case Management, Übergang in Langzeitpflege und, was zunehmend ein Riesenthema werden wird, weil die Menschen einfach älter werden, wir die Demografie vor uns haben oder ja, die einfach viele Probleme mit sich bringen wird. Und da braucht es deutlich mehr Beratungsansätze auch nochmal in den Kliniken. Ich glaube, insgesamt braucht es eine Aufwertung von unserem Beruf. Ich habe vorher schon gesagt, das Thema Heilkundeübertragung, das ist so ein Thema, was mir echt am Herzen liegt. Hypertonie, Demenz, Diabetes, also die Module aus der Heilkundeübertragung, das sind ureigenste Themen in der Pflege. Und wir wollen da den Ärztinnen und Ärzte bestimmt nichts wegnehmen. Die haben noch genug zu tun mit ihren ureigensten Themen. Aber das, was wir können, das wollen wir auch machen. Die Krankenkassen müssen da endlich mit uns auch die Rahmenbedingungen verhandeln und auch auskömmliche Preise natürlich verhandeln. Das kommt natürlich immer sofort oben drauf, weil sonst funktioniert's nicht. Da muss es echt einen Schritt nach vorne gehen. Sonst macht das alles gar keinen Sinn. Sonst kann man es wirklich in die Tonne treten und sagen, okay, dann lassen wir es einfach und machen das nicht. Das wäre aber der absolut falsche Weg und sicherlich tut das dann nichts dazu, den Beruf attraktiver zu machen. Ja, vielen Dank, Frau Hoeneß. Das waren echt nochmal richtig tolle interne Einblicke auch in die Arbeit des Gründungsausschusses und wie es jetzt weitergeht mit den Mitgliederanschreiben, dem Quorum und was danach passiert. Ich auf jeden Fall halte ganz, ganz fest die Daumen, A, dass das Quorum natürlich erreicht wird, aber natürlich auch B, dass Sie und all Ihre Mitstreiter es richtig gut weiter durchhalten und eine dritte Pflegekammer in Deutschland nächstes Jahr stehen wird. Vielen Dank, Frau Lange, für das Gespräch. Ich fand es jetzt wirklich auch sehr, sehr toll. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns die Daumen drücken. Ich glaube, trotz aller Zuversicht können wir das gut gebrauchen. Daumen drücken von allen, die heute auch zuhören. Und darüber freue ich mich, wenn wir dann wirklich erfolgreich sind und drei Pflegekammern in Deutschland dann auch am Start sind. Genau. Und an die, die zuhören und in Baden-Württemberg wohnen und dies betrifft, entscheidet richtig und entscheidet ganz bewusst. Und macht euch nochmal mit der Materie richtig gut vertraut. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt doch uns gerne an podcast@pflegekammer-nrw.de. Dann wünsche ich allen einen wunderschönen Jahresstart in ein ganz harmonisches, positives und auch glückliches neues Jahr. Und bedanke mich nochmal, Frau Hoeneß, bei Ihnen und sagt Tschüss. Tschüss, danke schön.